2,2 Millionen Euro hat die irische Muttergesellschaft Glen Dimplex Group in den Standort Kulmbach investiert. In nur 9 Monaten Bauzeit ist so im Industriegebiet am Goldenen Feld das Glen Dimplex Forum entstanden, ein hochmodernes Ausstellungs- und Schulungszentrum. Kein Wunder, dass die offizielle Einweihung auf breites Interesse stößt. Nicht nur bei der irischen Konzernleitung, auch der irische Botschafter zu Deutschland ließ es sich nicht nehmen, zu diesem Termin aus Berlin anzureisen. Ein großer Tag für alle Beteiligten. Sehr wichtig für uns, weil dieses Forum wollen ja nicht nur wir hier als Kulmbacher, sondern das möchte insbesondere unser Vertrieb, unser Außendienst, der weltweite Außendienst. Und die rufen schon seit Jahren nach einem adäquaten Gebäude, nach einem repräsentativen Gebäude. Und ich denke, das ist uns hier absolut gelungen. Wir haben dann Volltreffer gelandet. Ich habe schon mit den ersten Außendienstlern gesprochen und die sind begeistert. Und die Schulungen beginnen jetzt schon in wenigen Wochen, also Anfang Oktober schon. Neu ist nicht nur das Gebäude, neu ist auch das Schulungskonzept. Kein Vergleich zu den bisherigen Möglichkeiten. Wenn man jetzt hier in unser neues Gebäude hineinblickt, dann wird ganz klar, dass wir jetzt auch eben die Möglichkeit haben, die Praxis zu erklären. Das heißt, wir können wirklich an die Geräte hingehen und unsere Schulungen werden dadurch sicherlich besser und für die Leute wesentlich interessanter. Und was am Ende dabei rauskommt, ist unsere große Hoffnung natürlich, dass die Anlagen, die draußen gebaut werden, noch effizienter werden und unsere Produkte passend eingesetzt werden. Das Glen Dimplex Forum, ein Vorzeigeobjekt auch für die Stadt Kulmbach und eine gute Basis für die Weiterentwicklung des Standorts. Es ist ein ganz wichtiger Mosaikstein, der hier neu geschaffen wurde und dazugekommen ist. Und wir wollen ja so etwas, wie uns beim Kompetenzzentrum Ernährung gelungen ist, das möchten wir ja auch eigentlich auch im Bereich Energie erreichen. Und da hilft uns natürlich so eine Einrichtung schon sehr. Anfang Oktober starten die ersten Schulungen. In über 100 Seminaren pro Jahr werden etwa 1500 Teilnehmer in Kulmbach erwartet. Zuvor gibt es noch einen Tag der offenen Tür. Am 28. September lädt Glen Dimplex zu einem Informationstag erneuerbare Energien in das neue Forum ein.